Wir zeigen Ihnen hier die Ausführung einer optimalen Verladestelle, um Verschleißkosten zu reduzieren und Energiekosten zu reduzieren, in Verbindung mit unserer Torabdichtung DDF10, dem tiefer geführten Sektionaltor und der neuen Ladebrücke HTL2 ISO. In der frischen Logistik und bei langen Öffnungszeiten ist hohe Energieeffizienz gefragt. Dafür haben wir die Lösung mit unserer neuen Ladebrücke HTL2 ISO in Verbindung mit dem tiefer geführten Sektionaltor. Dazu müssen wir uns zwei Positionen anschauen. Einmal Tor geschlossen, Ladebrücke in Grundstellung und einmal Tor geöffnet und Ladebrücke in Arbeitsstellung. In der Stellung Tor zu, Ladebrücke in Grundstellung muss man sich vorstellen, dass das Tor komplett geschlossen ist und dann mit der unteren Schließkante auf dem Isolierpanel der Ladebrücke endet. Das Tor wird über einen Einlauftrichter tiefer geführt und in der Anlage optimal abgedichtet. Somit können wir dann in dieser Torposition wirklich die Dichtigkeit des Tores zum unteren Abschuss herstellen. Betrachten wir jetzt die Situation Tor und Ladebrücke in Arbeitsstellung, die hauptverantwortlich für diese großen Energieverluste an dieser Toröffnung dann sein wird. Die erste Maßnahme, die wir erstmal dann an der neu konzipierten HTL2 ISO haben, ist die, dass erstmal alle Fugen, Spaltabdichtungen, die senkrechten Kanten mit Dichtungen verschlossen sind, dass also über diese Nebenwege wir keine Verluste haben. Wir isolieren die Unterseite der HTL2 ISO mit einem 50 mm Panel. Wird jetzt die Vorschublippe ausgefahren, arbeiten wir dort mit einem zum Patent angemeldeten mitfahrenden Panel, das auch den Bereich gut isoliert. Um den Abstand von der Ladebrücke auch in den LKW zu überbrücken, haben wir eine spezielle Auflagelänge von 390 mm, dass die Funktion der Ladebrücke, egal was für ein LKW dort steht, ankommt, immer gegeben ist. Damit erreichen wir mit der HTL2 ISO eine um 55% bessere Isolierung gegenüber normalen Ladebrücken. Ich möchte Ihnen jetzt die Torabdichtung DDF10 vorstellen. Die seitlichen flexiblen Schaumkissen als auch das obere Hubdach sorgen dafür, dass Anfahrschäden reduziert werden und damit auch die Folgekosten. Ist die Verschleißgrenze der Seitenplane erreicht, kann ganz einfach über den Klettverschluss diese Seitenplane erneuert und ausgetauscht werden. Wir erleichtern die Montage der Seitenkissen und des Dachteiles, beim Dachteil in der Form, dass wir das Gewicht um 11 kg reduzieren und nur noch insgesamt 9 Befestigungspunkte an der Konstruktion haben. Damit ist die Montagezeit kürzer und kostengünstiger.